es un proceso muy complicado. Es ist lang und beschwerlich, aber wir haben herausgefunden, es ist der beste Weg, wie wir Gottes Hoffnung in unserer Region verbreiten können. Mi nombre es Samuel David. Ich heiße Samuel Daniel Hernandez und ich lebe mit meiner Familie in Kolumbien. Wir verteilen Bibeln in Venezuela, helfen Notleidenden und unterstützen Christen in Gefahr. Die HMK hat uns dabei schon viel geholfen. In der Not schickt sie uns Geld, das wir an verfolgte Christen weiterleiten. In den Bergen leitet eine Christin eine Schule, umgeben von Milizen, korrupten Behörden und Drogenkartellen. Weil sie sich als Christin ihnen nicht anschließen will, hat sie viele Probleme. Mit dem Geld der HMK konnten wir ihr eine tragbare Wasseraufbereitungsanlage kaufen. Damit konnte sie das Wasser für ihre Schule sowie für die Nachbarn reinigen. Und alle hatten plötzlich sauberes Trinkwasser. Zwar gibt es dort immer noch Probleme, aber etwas hat sich verändert. Diese Frau, die Kindern Bildung und Hoffnung bringt, ist nicht mehr eine Außenseiterin in Gefahr, sondern eine wichtige Stütze für die Menschen um sie herum. Sie wird respektiert als Person und als Christin, dank dem Engagement der HMK. Die HMK hilft uns auch, Bibeln nach Venezuela zu bringen. Unser Nachbarland ist in einer schwierigen Lage. Die Wirtschaft ist am Boden und die Menschen hungern oder wandern aus. Obwohl es ihnen an allem fehlt, bitten uns die Christen aus Venezuela vor allem um Bibeln. In Venezuela selbst können keine Bibeln mehr gedruckt werden. Darum erfüllen wir ihnen diesen Wunsch. Wie? Die Bibeln werden in China gedruckt und dann per Schiff nach Kolumbien gebracht. Angekommen am Hafen in Kolumbien werden die Bibeln auf Lastwagen geladen und quer durch unser großes Land über 3 Bergpässe nach Bogotá gebracht. Hier werden sie umgeladen und anschließend tagelang in Richtung Osten gefahren. An der Grenze werden sie auf Kanus gestapelt. Indigene Christen mit doppelter Staatsbürgerschaft können die Grenze passieren, wir nicht. Sie bringen die Bibeln durch den Dschungel und verteilen sie auf der anderen Seite der Grenze. Die spanischen Bibeln reisen um die halbe Welt, bevor sie in den Händen eines Venezolaners landen. Und doch ist es der effizienteste Weg, wie Bibeln in diesem Land Licht in die Dunkelheit bringen können. Wir bekommen viele Nachrichten und Fotos von den Empfängerinnen und Empfängern, die sich freuen. Ein Video hat mich besonders berührt. Eine Gemeinde lädt gerade die neu angekommenen Bibeln aus. Die Männer bilden eine lange Reihe und reichen die Bücher weiter. Frauen und Männer singen gemeinsam: Es liegt Kraft in dem Herrn. Das macht mir Eindruck. Diese Menschen haben fast nichts und freuen sich so über Gottes Wort. Danke vielmals, dass ihr Christen in Kolumbien und Venezuela ermutigt und ihnen eine große Freude bereitet. Ay, Victoria! Ay, Victoria! Ay, Victoria! La sangre de Jesús.